Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Was? Oh, auf Wiedersehen. Ich bin Gorsas Assistent. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Selbst die Toten brauchen Gesellschaft. Die bietet Arkay. Ihr wollt um Arkays Schutz ersuchen, um irgendein modriges Grab zu untersuchen, nehme ich an? Ich habe Pflichten hier in Markarth. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann. Wisst ihr, wir von der Priesterschaft von Arkay sagen gern im Scherz, eine leere Tasche ist besser als ein volles Grab. Ich glaube, ihr müsst euch beruhigen, bevor ich die Wachen hole. Das ist ein beachtliches Sümmchen. Ich könnte euch wohl für eine kurze Unternehmung begleiten. Nach euch. Keine Sorge, Arkays Schutz ist allgegenwärtig. Eine ziemliche Überraschung gewesen sein. Auf jeden Fall. Bringt Verulus hierher. Die Herrscherin des Verfalls. Das wird ein wahres Festmahl. Wer seid ihr? Was geht hier vor sich? Das blutigste Fleisch in Reach. Ihr seid mein Freund.
Ja. Ich erinnere mich noch an mein erstes Festmal. Ah ja, der Kurier. Jetzt kennt ihr ja meine Geheimzutat für das Wurzfleisch. Warum legt ihr euch nicht etwas hin und tut durchaus, während wir das Essen vorbereiten? Ich muss mich hinlegen. Nur für einen Moment. Das wird ein wahres Festmahl. Kommt mit mir. Unser Festmahl wird gleich beginnen. Es freut mich sehr, dass Eola euch zum Abendessen eingeladen hat. Stimmt, ihr seid der Söldner. Danke noch einmal. Es ist schön, etwas Hilfe zu erhalten, jetzt, wo mein Gatte nicht mehr da ist. Es ist sehr schade um ihn. Ah, der Neuzugang. Ich habe gehört, ihr habt einen recht gesunden Appetit. Es freut mich sehr, dass Eola euch zum Abendessen eingeladen hat. Das wird ein wahres Festmahl. Mhm. Ihr habt uns ein wahres Festmahl gebracht. Ihr habt uns ein wahres Festmahl gebracht. Ah, der Neuzugang. Ich habe gehört, ihr habt einen recht gesunden Appetit. Das wird ein wahres Festmahl. Ihr habt uns ein wahres Festmahl gebracht. Nur nicht schüchtern. Das Tranchieren steht euch zu. Nur nicht schüchtern. Das Tranchieren steht euch zu. Anbeißen aus. Nur zu, der erste Bissen gehört euch. Sterblicher, ich bin Namira, Herrscherin des Verfalls. Dass ihr euch am Blut und der Galle von Arkais Geschöpfen nährt, findet mein Wohlgefallen. Ich gebe euch meinen Ring. Tragt ihn. Und wenn ihr euch an dem Fleisch der Toten labt, gewähre ich euch meine Macht. Eure Spottlust wird euer Untergang sein. Und an jenem Tag wird sich ein neuer Diener an euren Eingeweiden laben und einen Ring zwischen den Zähnen entdecken. Seid dankbar für die Zeit, die ich euch bis dahin gewähre. Ich wusste, dass ihr etwas Besonderes seid, als ihr die Halle der Toten betreten habt. Ich wusste, dass ihr etwas Besonderes seid, als ihr die Halle der Toten betreten habt. Und hier seid ihr nun, Champion von Namira,
Hüter ihres Ringes. Ihr seid alles, was ich mir erhofft hatte. Schon gut, keine Sorge. Das geht vorüber. Wenn man zu lange keine ordentliche Mahlzeit zu sich nimmt, kann das den Magen schwächen. Ihr könnt gern bleiben und euch mit eurem neuen Zirkel bekannt machen, wenn ihr euch kräftig genug fühlt. Es ist eine Ehre, euch zu sehen, den Hüter von Namiras Ring. Nein, diesen Zirkel gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Namira ist eine Göttin. Sie wird schon seit Anbeginn der Zeit verehrt. Ich fühle mich geehrt, die neueste Generation der Getreuen von Namira anzuführen. Diejenigen, die bereitwillig akzeptiert haben, was sie sind. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden dabei. Namira begehrt eure Hässlichkeit. Es ist eine Ehre, Hüter des Rings. Ihr habt Namiras Ring erhalten. Eine große Ehre. Bis zum nächsten Mal. Namira hat mit euch gesprochen? Ich wusste, dass es ein Festmahl werden würde. Bis zum nächsten Mal. Es freut mich sehr, dass Eola euch zum Abendessen eingeladen hat. Ich lasse immer Platz für das Hauptgericht. Bis zum nächsten Mal. Gepriesen seid ihr, Champion. Gepriesen seid ihr, Champion. Danke, dass ihr zum Essen gekommen seid, Hogni. Ein gutes Mahl lasse ich mir nie entgehen. Gepriesen seid ihr, Champion. Ihr gehört jetzt zu Namiras Getreuen,